Herzlich willkommen zurück, Freunde, zu einer weiteren Episode von Let's Play Star Wars Galaxy of Heroes Season 1 unserer grandiosen, großen Account Edition. Wir spielen hier wieder die galaktische Eroberung, haben noch circa 1 Stunde 44 Minuten Zeit und machen weiter in Sektor 3. Wahrscheinlich werden wir nicht mehr Sektor 4 erreichen, ich werde trotzdem alles geben, muss doch irgendwie zu schaffen. Ich nehme notfalls auch mehrere Folgen hintereinander auf, um noch das Maximum aus meinen Teams und aus meiner Energie rauszuholen. Die Sache ist die, Freunde, ich hatte nicht allzu viel Zeit, mich voll und ganz auf die Eroberung zu konzentrieren. Ich habe versucht, das Beste zu geben, mich mehr auf die einzelnen Knoten zu konzentrieren, um dann letztendlich eben möglichst viele Punkte rauszuholen, nicht darauf zu spielen, möglichst weit zu kommen. Beim nächsten Mal werden wir viel einfacher, viel weiter kommen, ohne dass ich viel Energie verplempern muss. Und ich zeige euch, warum. Denn meine Erlösung ist nah. Wir haben nämlich hier die galaktische Aufstieg, das Ende der Reise. Jedi Meister Luke Skywalker werden wir freischalten, sehr bald. Denn ich farm hier gerade helle Seite, Währung, Splitter, Token, was auch immer. Währung der hellen Seite heißen Dinger, okay. Auch die helle Seite deals mit Währung. Auch die muss bezahlt werden. Die macht nichts umsonst hier. Und ja, daran arbeite ich jetzt. Wahrscheinlich wird gleich morgen oder übermorgen, je nachdem, wie ich das jetzt zukünftig handhabe mit den Videos, ob ich wieder nur ein Video täglich mache oder ein bis zwei, mal schauen. Das nächste Video wird dann hier die ersten drei Kämpfe sein. Und dann farme ich wieder weiter Währung und dann machen wir die nächsten drei Kämpfe in einem danach kommenden Video. Und dann farme ich natürlich die Ultimate. Ja, also das sind zwei Videos, die wir machen. Das erste sind die ersten drei Kämpfe und das zweite Video sind dann die letzten drei. So habe ich das damals mit dem Imperator des Sith ewigen Palpatine auch gemacht und ich glaube, das wird insgesamt ziemlich cool. Ich freue mich riesig darauf. Das heißt, für die nächste Eroberung wird Jedi Meister Luke fit sein und der wird uns helfen mit solchen ungemütlichen Gegnern wie Darth Revan. Fertig zu werden, okay? Und das heißt, wir gehen jetzt erst einmal hier raus und dann gehen wir hier rein. Ich will da rein und zwar dorthin. Wer das kennt, übrigens ist eine Legende. Und dann machen wir weiter hier in Sektor 3. Freunde, schnallt euch an, denn wir fangen an hier mit diesem Kampf. Los geht's! Also Freunde, gegen dieses Imperium-Team werden wir erst einmal schauen, wie das hier mit unseren Erfolgen aussieht. Denn erst einmal müssen wir gucken, ob wir nicht noch irgendwas abgreifen können, was mitnehmen können. Tarnung und Wanken. Ja, Tarnung und Wanken ist hier theoretisch möglich. Deswegen gucke ich mal, ob ich dieses Imperium-Team nicht vielleicht sogar mit unseren Druiden schaffen kann. Denn die sind in der Lage, Tarnung zu gewähren. Und Wanken machen wir dann später mit dem Sith-Imperium. Dass wir dann sowieso benötigen, um die andere Karte zu bekommen. Aber ich glaube nicht, dass wir das noch schaffen werden. Ich werde nicht alle Erfolge holen können hier. Sehr, sehr schade. Und gleich mal gebrochen, der Gute. Sehr, sehr schade, aber wir kommen schon irgendwie klar. Also wir machen das beim nächsten Mal. Keine Sorge, Freunde. Das wird schon. Wir werden nicht kampflos und so, ne? Wisst ihr? So, betäubt, erledigt. Sehr gut. Machen wir nochmal Schaden auf alle hier. Wunderbar, da kommen wir mit Kontor, aber das hält uns nicht auf. Pusten wir erstmal den hier weg, sehr schön. Wir heben uns mal den Konterboy auf für später. Den guten Palpatine einfach mal aus den Socken gehauen hier mit einem Druidiker. Die ich saugeil finde, die Druidikas. Ich weiß noch, als die in Episode 1 vorgestellt wurden. Keine Ahnung, ob die in irgendwelchen anderen Medien vorher vorgestellt wurden, aber in Episode 1 waren die der Hammer. In Episode 1 wurden die dann Zerstörer genannt, glaube ich, oder so. Zerstörer-Druiden, wenn ich mich nicht irre. Oder sowas in der Art. Und da haben dann, das ist auch sowas, was ich so geil finde an Episode 1, was später nie mehr gezeigt wurde, in den Mainstream-Dingern. Wisst ihr, kennt ihr noch Episode 1, die Szene, als Qui-Gon und Obi-Wan, als die versucht haben, nur... Oh, Scheibenkleister. Oh man. Als sie versucht haben, Nute Gunray zu kriegen und so, die Sache ist ja die, Qui-Gon Jinn und Obi-Wan sollten ja eigentlich, die sollten ja, Moment, kann ich das vielleicht, die werden es nicht schaffen, ne? Ich versuch das mit Darth Revan, Qui-Gon Jinn und Obi-Wan sollten ja eigentlich zu Friedensverhandlungen zu Nute Gunray und so gehen. Aber Palpatine hat denen ja befohlen, die Jedi anzugreifen. Und das hat den Krieg angezettelt. Ja, hätte Palpatine das nicht befohlen, hätte es keinen Krieg gegeben. Aber das war ja so geplant von Purps, ne? Das war ja alles, es lief alles nach Plan. Und komm, wir saugen gleich zweimal hier. Sehr schön, dann geht er schon mal in die Knie. Wunderbar. Jetzt wollen wir den hier zuerst killen.
den guten Fives. Also greifen wir jetzt mal hier Fives an. Sehr schön. Oh, der kontert. Okay, Konter. Angriffe. Okay, das passt. Jetzt springen wir ganz auf Fives. So, super. Sehr schön. Anakin steht wieder. Und er greift an. Ah, seht ihr, wir schaffen das nicht, ohne Einheiten zu verlieren. Mann. Standhafte Vergeltung ist zu übel. Ich habe jetzt, Ich könnte es wieder mit Palpatine versuchen. Habt ihr ja gesehen, was mit Palpatine passiert. Also, ich werde jetzt oben rumgehen. Und kämpfe gegen die da. Die sind mir lieber. Und das machen wir mit den Druiden. Ich versuch's mal. Ja, wisst ihr jedenfalls, die Friedensverhandlungen, ne? Die sollten ja stattfinden, haben die stattgefunden. Und dann wurden die ja angegriffen auf Befehl von Palpatine. Und was passiert ist, da haben sie dann Druidikas geschickt, um die aufzuhalten. Und Obi-Wan und Qui-Gon hatten zu der Zeit keine Chance. Oh Gott. Oh Mist. Die hatten zu der Zeit keine Chance gegen die alle. Und wir haben auch keine Chance gegen die alle gerade. Die machen uns... Wo kriegen die ganze Zugleiste her? Die kommen gar nicht mehr zum Zug. Ah, Freunde. Freunde, was ist hier los? Was ist denn das? Die haben einfach unsere Klappergestelle auseinandergenommen. Okay, ja gut, die sind darauf programmiert, ne? Also die kriegen das schon irgendwie hin. Jedenfalls, was wollte ich sagen? Genau. Und diese Druidikas. Obi-Wan und Qui-Gon hatten keine Chance gegen die. Und was die dann stattdessen gemacht haben ist, die sind weggerannt. Aber nicht einfach nur weggerannt, die haben Machttempo benutzt. Wann haben wir das jemals wieder gesehen? In Rebels, in Clone Wars, in den späteren Filmen, den Mainstream-Filmen, also die Hauptfilme, ja, Episode 2, 3, 4, 5, 6, wir haben Machttempo nicht mehr gesehen. Ich meine, manchmal wurden verschiedene Machtfähigkeiten vorgestellt, beispielsweise als Palpatine gegen Mace Windu und die anderen Jedi, ne, Kit Fisto und so gekämpft hat, da ist er ja nach vorne gesprungen mit seiner Rolle, ne, mit seinem Salto in der Luft, und hat dann einen Machtschrei benutzt. Und dieser Machtschrei hat die anderen Jedi so dermaßen durcheinander gebracht, dass der gute Palpatine sie ganz einfach killen konnte. Das ist ja die Erklärung, das ist in den Filmen schlecht erklärt worden, das ist dann in den Büchern besser erklärt worden, das ist ja die offizielle Erklärung dafür, warum, machen wir mal das hier so, sehr schön. Oh Mann, ey, das kann nicht wahr sein. Wir haben keine Chance gegen die. Aber wir nehmen Palpatine, der schafft das wenigstens. Der hat es mit Anakin und so Kram zu tun. Anakin ist schon übel, aber ich glaube, mit Palpatine schaffe ich es. Guck mal, das ist sowas, ne, hier, das muss man erstmal rausfinden, wie man gegen die kämpft. Ich weiß noch nicht, ob der hier das schafft. Kannst du mit denen mal versuchen, aber die Gegner sind zu schnell. Ich versuch's mit denen mal hier. So, die Rebellen. Ja, genau. Und was ich halt geil finde ist, in den verschiedenen Filmen wurden verschiedene Techniken vorgestellt, Machttechniken, aber nur subtil. Die wurden nicht direkt erwähnt. Also es wurde nicht direkt erwähnt mit Namen, hey, er hat jetzt diese Technik benutzt oder so, oder hey, ich setze diese Technik ein. Das wurde nicht gemacht. Was stattdessen gemacht wurde ist, diese Techniken wurden recht subtil benutzt. Und wenn man halt eben ein Auge darauf hatte, dann ist einem das aufgefallen, ja? Aber wenn man halt eben sich damit nicht beschäftigt hat, dann merkt man das gar nicht, welche Techniken da benutzt wurden. Übrigens hier, ne, die Rebellen haben wieder alles im Griff. Seht ihr die Rebellen? Einfach der absolute Hammer. Das Team ist so unglaublich cool. Ja, und in Episode 1 war es Machttempo. Und ihr habt ja gesehen, wie schnell die gerannt sind. Das war so ein Blur-Effekt, dann waren die plötzlich weg. Und als sie sich umgedreht haben, zu gucken, wo die sind, waren die ganz weit schon verschwunden in dem Gang entlang, ne? Und das fand ich super, super cool. Wir haben übrigens diese Kiste hier, das ist toll, ne? Damit kriegen wir mehr Malgus. Ich habe schon 10, damit kriegen wir 35, sind wir schon bei 45. Den Malgus farbe ich übrigens hardcore. Also wann immer ich hier bin, ich nehme jede Gelegenheit, um Malgus zu bekommen. Ja, Machttempo in Episode 1, mein persönlicher Highlight. Ein Grund, warum ich Episode 1 so feiere. Jetzt mal abgesehen von den CGI-Effekten, ich weiß, die gehen nicht jedem rein, kann ich verstehen. CGI kann nervig sein, vor allem wenn man dann eben auf, das Argument wurde ja gebracht von einem von euch, dass zum Beispiel, wenn man CGI benutzt, wie zum Beispiel CGI Yoda, und man guckt sich das Ganze auf einem großen Screen an, dann ist CGI nicht so scharf wie beispielsweise die echten Schauspieler. Und dann merkt man, dass die Figur da nicht richtig reinpasst. Jetzt kann man drüber streiten, bei einer Puppe merkt man ja auch, dass es eine Puppe ist, ja, die passt auch nicht rein, ob einem Schärfe so wichtig ist und so weiter. Mir persönlich ist es egal, also ich persönlich bin jemand, mir ist die Grafik generell egal bei Spielen oder bei Filmen, ja. Was für mich viel wichtiger ist der Sound. Wie klingt das Ganze? Ich bin sehr, sehr akustisch. Ich bin ein sehr akustischer Mensch. Ich mag den Sound gerne. Habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt. Oh mein Gott, die machen Grievous einfach platt. Habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt. Okay, die haben den richtigen angegriffen. Nicht Grievous, das ist gut. Wir hatten ein bisschen Glück. Sehr gut. Okay, jetzt machen wir hier weiter. Oh mein Gott, Yoda, nein, bitte nicht. Yoda, nein. Aha, verdammt.
Es ist egal, was wir machen. Wir verlieren immer Einheiten. Ich werde das mit Unsichtbarkeit ist schwierig zu schaffen hier. Ich versuch's nochmal mit den, mit unserem Sith-Imperium-Team. Das Problem ist, wir müssen ja auch noch auf noch Jedi-Ritter-Revan killen da hinten. Aber das können wir dann mit Palpatine schaffen. So. Und was außerdem ja gemacht wurde, immer subtil, was ja nie wirklich erklärt wurde, sind ja auch Machthiebe. Ja, also in den Rollenspielen von Star Wars weiß man das, wenn man die Rollenspiele von Star Wars gespielt hat oder sich eben mit Büchern und so einem Kram beschäftigt hat, dann weiß man das auch. Es gibt ja diese sogenannten Machthiebe, ja, das heißt also, was Jedi machen, ist, die verstärken ihre Schläge mit der Macht. Das ist so in der Form noch nicht erklärt worden, ist aber ganz, ganz, ganz wichtig zu wissen. Das ist auch die Erklärung, oder das erklärt auch, warum Rey so mächtig ist. Denn, also obwohl sie eine Frau ist, warum sie von der Kraft her mit anderen mithalten können. Oder warum Count Dooku mit jemandem wie Anakin mithalten kann. Ja, Count Dooku ist ja über 60, über 70 sogar schon später in den Filmen, ne? Und warum der von der Kraft her, oder Yoda sogar, mithalten kann mit eben gut gebauten Leuten, wie zum Beispiel Savage oder Maul oder so, ne? Maul ist ja auch ein Tier, ja? Also Maul ist ja, er sieht zwar nicht so kräftig aus, aber er ist ein Zabrak, das wissen wir ja, die sind ja körperlich sowieso kräftiger. Wie kann jemand wie Obi-Wan überhaupt nur ansatzweise mithalten? Oder Qui-Gon, der auch schon über 60 war, ne, zu dem Zeitpunkt der Kämpfe. Oder an die 60, weiß nicht mehr so genau. Bin ein bisschen raus, aber ihr wisst, was ich meine, ne? Und das hängt damit zusammen, dass die halt eben Machthiebe benutzen, ne? Was ich auch sehr cool finde. Das heißt, durch die Macht werden deren Schläge verstärkt. So, das ist natürlich offensichtlich, wenn man ein bisschen nachdenkt, ist das offensichtlich. Ist immer noch subtil, aber man kann sich das denken. Wie können Leute wie Count Dooku, Anakin, Obi-Wan, wieso sind die relativ gleich stark von der Kampfkraft her? Oh mein Gott, ich habe gar nicht gesehen, dass es Maul ist. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Also das Team können wir vergessen, ihr Freunde. Die sind zu schnell. Machen wir weiter mit dem Sith-Imperium. Und Machthiebe und Machttempo. Das sind solche Dinge, die zum Beispiel sehr dominant sind, sehr prominent sind im ersten Teil, ja, in Episode 1. Und das fand ich sehr, sehr cool. Dann, wie gesagt, in Episode 3, der Machtschrei. Der Machtschrei der Machtschrei von Palpatine, mit dem er eben die anderen Jedi vermöbelt. Das ist auch sehr, sehr, sehr wichtig, dass einem das klar ist. Dass diese Leute wie Kit Fisto, oh Mist, die sind so schnell. Dass diese Leute wie Kit Fisto, Maul, okay. Okay, 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 sehr gut. Der ist nicht gestorben. Oh mein Gott, wir werden eine Einheit für den. Kann ich ihn killen vielleicht? Jawohl, super. Dass diese Leute wie Kit Fisto und so, diese Jedi wie Kit Fisto, nicht einfach abgemetzelt wurden, auch wenn es danach aussah. Die wurden nicht einfach so platt gemacht. Ich meine, klar, wir reden von Palpatine, aber die sind ja sehr unepisch gestorben. Und das ist nicht wirklich erklärt worden, warum und wie und so, ne? Aber das hängt eben damit zusammen, dass Palpatine diesen Machtschrei benutzt hat. Also auch etwas. Das heißt, wir haben nicht nur subtil die Machthiebe gezeigt bekommen, wir haben einen Machtschrei gezeigt bekommen, und wir haben das Machttempo gezeigt bekommen und natürlich auch noch epische Kämpfe, ja, wie Palpatine mit seinen Blitzen fightet und so ein Kram, auch wenn da viel CGI mit drin war, aber ich fand es trotzdem schön, dass wir das gesehen haben, dass wir das gezeigt bekommen haben und so. Sehr, sehr, sehr cool, ja, hat mir alles gefallen. Das sind so viele Dinge, die für die Originaltrilogie sprechen, die man später gar nicht mehr gesehen hat. Beispielsweise in der Originaltrilogie hat man die, also Prequels meine ich, ne? Die waren ziemlich cool. In der Originaltrilogie hat man solches Machttempo gar nicht gesehen, man hat Machtschreie nicht gesehen, man hat ein paar Blitze gesehen, aber das war es doch schon. Machthiebe hat man auch nicht wirklich gesehen. Klar, der Lichtschwertwurf von Vader. Aber der sah auch noch ein bisschen spartanisch aus und so. Klar, die Filme sind alt, aber ihr wisst, was ich meine. Ich rede erstmal nur allein von dem Machtnutzen her, ne? Und dann später, selbst in den Sequels, hat man nicht allzu viel von der Macht gesehen. Klar, man sieht Vader immer Leute würgen und man sieht halt immer Machtdruckwellen und Machtschockwellen und Macht hochheben, Macht würgen und so ein Kram. Aber so Machtsprünge, Machttempo und so ein Kram, das, was man halt eben gesehen hat. Machtsprünge sieht man ja relativ oft, ne? Aber ihr wisst schon den anderen Kram. So, gewinne mit Darth Revan und Bastila Shan gefallen am Leben, fallen am Leben, okay? Das ist machbar. Das ist alles machbar. Wir gehen mal rein hier und versuchen das erste mit dem Team hier. Versuchen mal die erste Herausforderung. Da bin ich jetzt ehrgeizig, weil das können wir alles schaffen. Und ohne Machtnutzer können wir auch schaffen mit Grievous. Aber es ist schwierig. Ich will zumindest das schaffen hier. Okay, er markiert ihn. Leider kann ich das nicht verhindern. Wir müssen ihn angreifen. Karth. Macht Schaden auf alle. Es sind zwei markiert, glücklicherweise. Okay, wir saugen. Wir saugen an Karth, dass der erstmal weg ist.
Super. So, das ist das komplette alte Republik-Team. Dann machen wir erstmal Blitz auf alle, lösen Furcht aus. Ich weiß. Saugen an Johanni. Super. Ah, die haben es halt. Mist, auf ihn abgesehen. Ich muss weiterhin Johanni angreifen. Ich habe gar keine andere Wahl. Okay, killen wir sie mal schnell. Super. Jetzt machen wir hier Furcht erstmal auf alle. Sehr schön. Nein, das gibt's nicht. Ah, der ist. Ah, okay. Aber das Wichtige ist, dass Bastila am Leben ist. So, Bastila und Darth Revan sind am Leben. Damit haben wir also Jedi Revan endgültig vernichtet. Und haben jetzt das hier geholt. Superklasse. Haben das geschafft, ne? Das war ja relativ easy peasy. Guck mal, was für eine Belohnung wir dafür kriegen. Hier als Karte, vielleicht hilft die uns ja ein bisschen. Schmerzverstärkung, fanatische Ehrgeiz. Das sind so viele schlechte Karten, die einfach nicht zu gebrauchen sind, meiner Meinung nach. Ich nehme einfach mal die. Macht keinen Unterschied, weil ich die sowieso nicht stacken kann. Aber diese Karte habe ich halt noch nicht. Ich kann die aber eh nicht ausrüsten. Okay. Gehen wir doch mal ganz kurz rein hier. Und versuchen das mal mit Nicht-Machtnutzern. Und zwar diesen Team hier. So. Ich meine, ich könnte es mit den Rebellen ohne Luke versuchen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Die Rebellen ohne Luke sind tatsächlich immer noch ziemlich gut. Selbst wenn Luke nicht der Anführer ist, wenn ich einen anderen Anführer nehme. Mal gucken. Okay, die markieren ihn. Die haben ja nur zwei Ziele. Und das andere Ziel ist ja schon markiert. Und das ist in Ordnung. Seht ihr, deswegen habe ich die genommen, weil das sind eh bloß die beiden. Wir heilen jetzt den hier, weil der eben am wenigsten einsteckt. Sehr gut. Ich muss sie angreifen. Ich muss ihn angreifen weiterhin. Wir machen erstmal das hier. Sehr schön. Hoffentlich kommt Grievous. Jawohl, Grievous kommt zum Zug. Er kann jetzt alle Zugleiste nehmen. Wunderbar. Jetzt greifen wir mal Jolie an hier. Oder wisst ihr was? Doch, wir greifen Jolie an. Super. Der ist einmal gestorben, okay. Hat kritische Trefferimmunität, das passt soweit. Wir greifen jetzt hier Revan an. So, den würde ich nämlich gerne platt machen. Dann heilen wir mal unseren Grievous. Sehr schön. Kill mal Revan, endgültig. Wunderbar. Dann greifen wir jetzt hier sie an. Perfekt. Ich würde gerne mal Bastila betäuben. Super. Ich greife die Ziele an. Ich gucke mal auf die Zugleiste. Ne? Also wer als nächstes Zugleiste hat, den versuche ich immer als erstes anzugreifen. Ich habe sie angegriffen, weil ich dachte, ich kill sie. Es hat nicht gereicht, um sie zu killen, weil ich wusste, dass sie bald dran ist. Und dann habe ich bei ihr gesehen, dass sie auch gleich dran sein könnte. Und die kann solche Sachen machen, wie beispielsweise Debuffs entfernen und so, ne? Leute vorschicken. Deswegen habe ich sie versucht zu betäuben. Das hat funktioniert. Und Jolie habe ich extra nicht betäubt, weil ich weiß, dem seine Zugleiste ist leer, da kommt sie sowieso nicht so schnell dran. Und was ich stattdessen mache, ist jetzt erstmal hier Schaden auf alle, ne? Und den hier wegpusten, weil Jolie sowieso ein Weilchen braucht, bis er dran ist. Und dann pusten wir ihn weg. Super! Damit haben wir es geschafft. Unangepasste Machtnutzer und 3 Sterne. Also das Ding hier ist komplett abgehakt. Ihr seht, ich bin nicht unehrgeizig, will ich mal sagen. Aber ich weiß, manche Dinge sind saumäßig schwierig zu schaffen im Moment für mich. Ja, weil mir halt einfach Jedi Meister Luke fehlt. Also mir fehlt eine galaktische Legende, die gut darin ist, mein Team zu beschützen. Ja, und das ist ein weiterer Punkt, warum ich eben Rey und vor allem Supreme Leader Kylo Ren, also Oberstanführer Kylo Ren farme, weil Rey, Kylo Ren, Jedi Meister Luke, diese galaktischen Legenden, die ich noch nicht habe, das sind die gut sind darin, meine Einheiten zu beschützen. Wisst ihr? So, wir gehen jetzt hier rein und hier kann man gut Zeug farmen. Hoffe ich mal. Ich starte mal mit denen. Übrigens habe ich von euch erfahren, viele von euch haben es bis Sektor 4 und sogar Sektor 5 geschafft. Also meine herzlichste Gratulation an euch. Ich finde das super, super cool, dass ihr das geschafft habt. Absolut awesome. Und ihr habt mir so viele tolle Tipps gegeben, wie ich das auch schaffen kann. Und der Hauptgrund, warum ich es nicht geschafft habe, ist in erster Linie Zeitmangel, ja? Also, oh Mist. In erster Linie ist das Problem, dass ich die Zeit nicht hatte. Okay, super, machen wir ganz schade auf alle, werden dadurch schneller. Wunderbar. Killen mal ganz kurz sie, weil sie als nächstes dran ist. Okay, jetzt würde ich gerne sie killen, weil sie als nächstes dran ist. Wunderbar. Jetzt ist sie als nächstes dran, das heißt, ich kill sie als nächstes. Und dann ist nur noch der Geister. Es gibt zwar Prioritätsziele, aber ihr seht, bei dem Team kommt es wirklich darauf an, wer ist als nächstes dran, weil wir verhindern wollen, dass die drankommen. Super. 3 Sterne geschafft. Wir können auch hier wieder Zeug farmen, ja? Was wir außerdem farmen können, sind solche Erfolge hier. Wie beispielsweise Tarnung erhalten oder Wanken erhalten. Ne, das kann ich jetzt hier einfach ein paar Mal machen und kann damit noch ein paar extra Belohnungen herausschlagen. Aber diese extra Belohnungen machen nicht viel. Die geben mir extra Währung und so ein Kram. Weil ich aber den Pass nicht habe, profitiere ich eh nicht davon. Und bis zur nächsten Kiste werde ich ja auch nicht kommen. Okay. Ich mache aber trotzdem mal den Kampf hier. Noch einmal.
mit, oder wisst ihr was? Ich mach den Kampf nicht. Ich gehe hier raus. So. Und dann würde ich sagen, was wir machen, ist, wir gucken in Sektor 4 rein. Event der Folge, wie sieht das hier aus? Gucken wir noch ganz kurz da rein. Also Gegner killen, Sith Imperium, Darth Revan, Darth Malak, das sieht alles ganz gut aus. Also bis zu 4 oder, das Geile ist halt, bis wenn ich Sektor 4 und Sektor 5 durchspiele, habe ich die meisten dieser Event-Erfolge geschafft und würde dann damit praktisch die anderen Sachen leichter schaffen, die ich vorher nicht geschafft habe, wisst ihr? Zum Beispiel, gehen wir mal in Sektor 4 rein. Gucken die auch mal rein, wir haben noch ein bisschen Zeit und es ist ja so, ich komme sowieso nicht allzu weit, glaube ich. Gucken ganz kurz, was das für eine Karte hier ist. Und ihr seht auch, hier ist nichts Großartiges mit dabei. Kritische Formation, 1 und 2, unersättlich und so weiter. Ich nehme einfach mal das Ding und dann machen wir direkt weiter. Gucken uns hier auch mal die Event-Erfolge an, wie das hier aussieht. 50 Gegner mit Geonosianern killen, okay. 14 Kämpfe in einem vollen Trupp aus Einheiten der Galaktischen Republik, okay. Also, 14 Kämpfe in einem vollen Trupp aus Einheiten der Galaktischen Republik ist relativ easy peasy. Gegner mit 50 Gegner mit Geonosianern killen ist eigentlich auch relativ easy peasy, aber wir reden hier von Sektor 4. Meine Geonosianer sind nicht sonderlich weit ausgebaut. Das heißt, es ist recht schwierig, gegen die verschiedenen Teams hier zu gewinnen. Ich würde gerne oben rumgehen. Das heißt, wir kämpfen jetzt hier gegen Rexian. Und seine Anführerfähigkeit macht es unseren Geonosianern unmöglich, hier ein bisschen was zu reißen. Ich zeige euch das mal. Ich nehme mal die Geonosianer. Moment, die habe ich hier. So. Ich sollte die vielleicht ein bisschen weiter ausbauen. Das kann nicht schaden, die auszubauen. Das kann nicht schaden, die zu Relikten und so ein Kram. Damit ist man dann sicherer bei den Events. Zum einen, oder im TB zum Beispiel. Und zum anderen sind deren Schiffe stärker. Aber das Problem ist, selbst wenn ich zum Zug komme, machen die uns platt. Höchstwahrscheinlich. Die sind halt saumäßig schnell. Und haben viel Flächenschaden und so ein Kram. Und jedes Mal, wenn wir kritisch treffen... Guck mal, ich komme gar nicht zum Zug. Okay, jetzt komme ich zum Zug. Und jedes Mal, wenn die kritisch treffen, schicken wir mal ganz kurz ihn vor. Okay, gut. Einer ist down, allerdings der falsche. Und das Problem ist halt, jedes Mal, wenn die kritisch treffen, kriegen die... jedes Mal, wenn wir kritisch treffen, kriegen die Bonuszugleiste. Okay. Echo ist als nächstes dran. Ich greife dem an hier. So, machen wir doch mal Angriff auf ihn. Wunderbar. Okay, der Ark. Flächenschaden. Schlechter ist gefährlich. Wir sind betäubt worden. Ich greife jetzt mal den Ark an. Ah, Mist, die kritischen Treffer. Okay, sehr gut. Und wir haben es geschafft. Super. Die Macht der Separatisten, Freunde. Geonosianer haben ein paar Kills. Cool. Ihr seht, es ist theoretisch machbar, aber es ist unnötig hart, ja. Wenn ich ein bisschen mehr Relikten würde, ein bisschen besser ausbauen würde, dann wäre das Ganze hier viel, viel einfacher. Aber hey, wir haben immerhin einen von diesen Spezialdingern geschafft. Hier ist Galaktische Republik und die haben meistens eiserne Vergeltung. Oh Mann, das ist übel. Wir machen mal direkt hier weiter. So, ich glaube nicht, dass sie das schaffen. Ich gehe trotzdem mal rein und guck mal, wie die sich schlagen hier. Also jetzt versteht ihr, warum ich... Es gibt so viele Dinge, die ich halt wirklich sehr mag an der, an den Prequels. Ich finde, die sind so cool. Oh Mann. Und die haben natürlich wieder Fives dabei. Okay, und wir kommen leider an die anderen nicht ran wegen Anakin, weil wir erstmal... Und dann kontert er auch noch, seht ihr? Also wir können das hier nicht schaffen, so einfach. Anakin, 501. Galaktische Republik, ne, also General Anakin Skywalker, mit denen ist halt wirklich brutal, ja. So, wir sollen ja ebenfalls Galaktische Republik benutzen, ne? Das wäre ja beispielsweise unser 501. Team. 14 Kämpfe mit denen, das ist ja reine Galaktische Republik, ne? Gucken wir mal, wie wir uns da schlagen. Unsere Galaktische Republik gegen deren Galaktische Republik. Okay, wir machen erstmal das hier, geben ein bisschen Gas. Dann schmeißen wir ein Granätchen. Sehr gut. Und schicken jetzt mal hier unseren Annie vor. Okay. Der macht das. Wir kontern. Greifen wieder Anakin an. Okay, der geht jetzt erst einmal meditieren. Super. Dann wollen wir Five natürlich zuerst killen. Machen wir das hier auf ihn. Okay. Machen das hier, schicken Anakin vor. Okay, machen jetzt das hier auf alle. Wunderbar, um die zu verwirren. Sehr schön. Anakin muss wegen standhafter Vergeltung leider erstmal meditieren gehen, aber das passt soweit. Okay, superklasse. Und Anakin steht auf, also der Anakin steht auf. Unserer lebt noch. Kommt überlebt. Das, jawohl, super, die haben es überlebt. Sehr gut, wir greifen jetzt hier nochmal an. Er kontert. Wir müssen die Konter überleben von ihm. Das ist halt das Schwierigste, die Konter.
Ich hoffe, unser Anakin steht gleich wieder. Jawohl, super, er steht wieder auf. Sehr gut. Damals war es... Oh, okay. Und er fängt sich auch ein paar Konter. Und damals war das halt echt schwierig. Also, wenn ich sage damals, meine ich die vorherigen... die vorherigen Herausforderungen, da war Sektor 4 und 5 fast unmöglich. Mittlerweile ist der Schwierigkeitsgrad angepasst worden. Ihr seht, Capacity Games machen echt einen richtig geilen Job, muss ich sagen, was, was die Eroberung angeht. Oder generell das Spiel angeht, was das Balancing und so weiter angeht. Thermische Zermürbung, Effektivitätskalibrierung, Schutzregeneration, alles unwichtig. Fügt ein Angebot einen kritischen Treffer zu, mehr Angriffskraft, das haben wir auch schon. Grimmige Beharrlichkeit, ist alles wirklich nicht so gut zu gebrauchen. Die haben wieder eiserne Vergeltung. Standhafte Vergeltung. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Was ist das nochmal? Standhafte Vergeltung? Okay. Ich werde wahrscheinlich unten rumgehen. Unten rum. Ja, ich gehe unten rum, weil das völlig egal ist. Ihr habt es ja gesehen von der Belohnung. Ich könnte jetzt oben rumgehen und mich da mit Darth Revan rumschlagen und mit Padme. Ja. Aber das ist meiner Meinung nach nicht wert. Das ist es absolut nicht wert. Wir gehen mal auf Truppauswahl. Und wählen hier nochmal das Sith-Imperium, weil ich mit denen ein paar Kills holen will noch, solange ich kann. Weil das ja immer noch ein der allgemeine Event ist, ne, wisst ihr? So, und damit, mit diesem Video, ist dann erst einmal die galaktische Eroberung beendet für mich. Und die nächste werden wir dann mit Jedi-Meister Luke spielen. Und dann werde ich viel konzentrierter spielen, mit viel mehr Zeit, weil ich weiß, dass wir wesentlich weiterkommen werden. Okay, wir saugen, wir greifen an. Ich will nicht den angreifen, der kontert. Ich greife erstmal den hier an. Mit einem normalen Angriff, weil nicht genug Buffs und Debuffs auf dem Feld sind, meiner Meinung nach. Okay, alter Verwalter. Boah, damit hätte ich nicht gerechnet. Dass der Malak so einfach killt. Ich meine, der ist nur bei 70%, ne? Aber dass der den so einfach killt, hätte ich nicht erwartet. Ach, du Heilige. Okay, wir gehen auf Truppauswahl. Und ich würde mal sagen, wir machen ein paar Kämpfe mit, mit der Galaktischen Republik. Warum eigentlich nicht, oder? Ich meine, das sollen wir ja auch machen. Tja. Ja, das wird das letzte Video sein. Erstmal für diese Eroberung. Und bei der nächsten Eroberung werden wir da ein bisschen... Da ist schon viel einfacher so, ne? Bei der nächsten Eroberung werden wir dann wesentlich weiterkommen. Gar keine Frage. Okay, okay. Die können unprovozierend herum angreifen. Interessant. Wir greifen bei ihnen an. Ich wusste gar nicht, dass er so viele Stapel aufbauen kann. Deswegen Bruchpunkt, glaube ich, kann er das, ne? Bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube wegen Bruchpunkt. Okay, der ist down, super. Machen wir eine Granate auf alle hier. Sehr schön. Greifen jetzt mal hier normal an. Wunderbar. Wollen jetzt mal ihm hier ein paar verpassen, weil er ist gefährlicher als Qui-Gon. Okay, okay. Sehr schön. Sehr schön. Wir beleben das ziemlich gut. Das ist super klasse. Jetzt machen wir das hier. Schalten ihn damit aus und greifen dann Qui-Gon an. Wunderbar. Awesome. Galaktische Republik schlägt sich gut. Finde ich super. Und wir gucken mal ganz kurz, wie das mit den Erfolgen aussieht hier. Ihr seht, Geonosianer-Kills, achso, erhöhe deine Zähigkeit 5-mal. Also das ist auch relativ gut machbar. Teams mit Galaktischer Republik gewinnen, Zähigkeit erhöhen. Geonosianer ist halt schwierig und dann Säuberung können wir vergessen, weil wir keine Inquisition ausgebaut haben. Geonosianer-Kills sind auch relativ schwierig. Vielleicht irgendwo hinten. Mal gucken. Was kann ich das schon sehen hier? Ja, gegen die Tusken zum Beispiel. Die sollten relativ leicht zu farmen sein. Dann kann man vielleicht das mit Geonosianern machen, wisst ihr? Um dann nochmal Zeug zu holen. Also man kann so eben die Erfolge farmen. Okay, wir gehen jetzt hier rein, machen damit direkt weiter. Ich habe gar nicht geschaut, was das für ein gegnerisches Team ist. Oh Mann, ich habe gar nicht aufgepasst. Ah, okay, es ist Grievous. In Ordnung. Es ist nur Grievous. Haha. Okay, machen wir das jetzt Chicken Annie vor. Müssen halt erstmal den Tank angreifen, wir haben gar keine andere Wahl. Kassieren halt Flächenschaden, das ist halt ziemlich übel. Und vor allem nehmen jetzt unsere Zugleiste, glaube ich. Machen sich schneller. So, wir machen nochmal das hier, greifen mal hier an. Ich habe Fähigkeitenblockade, ich konnte Anakin nicht vorschicken. Solange der noch standhaft ist, alles gut. Warum kann ich nicht sowas wie eiserne Vergeltung kriegen oder standhafte Vergeltung oder sowas kriegen? Wir müssen halt erst den Tank angreifen, das ist das Problem. Und wir kommen an den B2-Druiden nicht dran. Okay, greifen wir jetzt mal hier an. Wahrscheinlich werden wir die Einheit verlieren. Yep, da hat sich jemand geopfert. Okay, wir machen erstmal das hier. So, super. Sind auch gleich wieder dran. Dann greifen wir ihn hier an. Sehr schön. Schade auf alle. Konnten leider den B2-Druiden nicht verwirren. Aber der ist fast down hier. Schmeißen mal ein Granätchen. Wunderbar. Jetzt müssen wir den B2-Druiden erst einmal ausschalten unbedingt. Damit der uns nicht weiter in unsere Buffs klaut. Machen wir das hier auf ihn. So, auch das mit 3 Sternen zu schaffen, seht ihr, ist relativ schwierig für mich.
Es gibt halt einfach Teams, die sind so dermaßen stark in der Offensive und so dermaßen stark aufgestellt, dass es fast unmöglich ist, die zum Beispiel ohne eine galaktische Legende zu schaffen. Einfach deswegen, weil die so dermaßen stark in der Offensive sind, dass die definitiv halt jemanden killen. Ja, die killen einfach ein Team. Die schalten jemanden aus, ob man das will oder nicht. Ne? Man kann nichts dagegen tun. Und den löschen wir jetzt übrigens aus. Hier, sehr schön. So wie hier, ne? Es ist halt, ich weiß gar nicht, wie ich das schaffen soll, diesen Kampf, ohne dass ich irgendwie Einheiten verliere, wisst ihr? Das ist echt schwer. Ich glaube, ich brauche für sowas einfach Jedi-Meister Luke oder so. So eine galaktische Legende. Okay, ist egal, was ich nehme. Ich nehme einfach mal das da unten, grimmige Beharrlichkeit. So. Ich meine, ich könnte es versuchen. Komm, wir gehen doch mal rein hier. Das lassen wir nicht auf uns sitzen. Wir versuchen es auch mit meinem absoluten Elite-Team. Das einzige Team, das eine Chance hat, so etwas wirklich zu überstehen, ist das hier. Die Jedi vielleicht auch mit Jedi-Meister Luke. Ich versuche es mal mit ihm zuerst. Und wenn das nicht geht, versuche ich die Rebellen. Wir könnten Barriss drin lassen, theoretisch. Aber ich mache mal Obi-Wan alten Ben raus. Und nehme ihn mit, weil der besser tankt. Und dann versuche ich es mit der Aufstellung hier. Okay, so, Barriss sag ich. Shaak Ti ist saumäßig schnell. Die ist mit Count Dooku eine der schnellsten Einheiten im gesamten Spiel, ja. Ich habe sie auch voll auf Tempo gemoddet. Und Tempo und viel einstecken können zum Kram. Darum ist sie halt also super schnell. Jetzt machen wir erst einmal das hier. Und schicken alle vor. Dadurch bekommt er nämlich jetzt Jedi-Wille. Und zum Kram und kriegt seine Bonuszugleiste. Aber ihr seht, ich komme nicht mal dazu, das zu aktivieren. Ich mache erstmal Heilung, weil ich nicht will, dass der Zugleiste bekommt. Hier, sehr schön. Jetzt mache ich das da. Und kann alle betäuben. Wunderbar. Er greift uns an, aber ihr seht, die Debuffs sind sofort wieder weg von allen, weil er sie weggemacht hat oder was, keine Ahnung, ich weiß nicht, warum die weggegangen sind. Die sind aber ziemlich übel. Er provoziert nicht mehr, das heißt, wir können jetzt ihn angreifen, schicken mal ihn hier vor. So, Luke. Wunderbar, der ist direkt down, sehr schön. Grievous ist geplatzt, perfekt. Jetzt können wir jemanden vorschicken, aber ich schicke vor, und zwar schicke ich ihn vor. Auf den Tank, superklasse. So, jetzt machen wir hier Schwarmangriff auf ihn, dann ist der auch so gut wie erledigt. So gut wie, ne? Und ihr seht, das Team kann es auch schaffen. Ich liebe dieses Team hier so, weil Shaak Ti ist sehr gut an seiner Seite, weil sie halt sehr schnell ist, sie kann heilen, ne, sie sorgt für Heilung, sie sorgt für Angriffskraft-Buffs und so ein Kram, wisst ihr? Wenn ich sie zum Beispiel vorschicke, er ist halt auch gut, normalerweise nehme ich Ben mit, ich habe jetzt ihn mitgenommen, weil er nämlich provoziert und dann eben viele Angriffe auf sich nimmt und kritisch Trefferimmunität gibt zum Kram. Und Barriss kann halt noch heilen, das ist so ein Team, was in der großen Arena Meisterschaft spiele halt. Sehr, sehr cool. Ich mag das Team. Okay, machen wir direkt weiter hier. Kämpfen mal gegen die da. Laden noch mal ein bisschen Energie auf. Wie gesagt, ich möchte noch möglichst weit kommen. Und, ich werde jetzt mal den hier rausmachen. Und dann noch mal Ben mitnehmen, den alten Ben. Guck mal, wie sich das Team dann schlägt mit Ben. So. Ah, nein, wisst ihr was? Shaak Ti und die Klone will ich auch gerne mal spielen. Ich liebe ja Shaak Ti und die Klone. Das Team hat mich überhaupt erst wieder zurückgebracht zu dem Spiel. Shaak Ti und die Klone. Okay, wir machen erst einmal das hier. Seht ihr, wichtig ist halt, dass wir einen schnellen Verbündeten haben. Wie sie. Damit nämlich sie drankommt zuerst und danach hier, ne, wisst ihr, damit ich das hier machen kann. Das ist ganz wichtig. Und jetzt haben die Gegner alle normales Tempo. Deren Tempo ist auf Standardwert zurückgesetzt. Weil Luke der Anführer ist und sobald Luke dran war, ist deren Tempo auf Standardwert zurückgesetzt. Und jetzt können wir anfangen, beispielsweise Luke vorzuschicken oder so, ne. Ich würde mal, wir müssen sie angreifen, okay. So. So, und Luke kann jetzt eben anfangen aufzuräumen. Und jetzt ist Ben dran und Ben sorgt dafür, dass die alle Fähigkeitenblockade bekommen, Zugleister verlieren zum Kram, seht ihr? Und dann machen wir das hier auf Luke. So, der dann eben hier richtig reinhaut, ne? Sie kann jetzt hier Debuffs entfernen zum Kram, aber sie greift normal an, um eben Angriffskraft-Buff zu geben, ne? Jetzt machen wir das hier und dann nehmen wir meistens, wir nehmen ihn mit, weil er noch ein bisschen heilt und ein bisschen Zugleister gibt zum Kram. So, sehr gut. Ben kann einfach mal hier ein bisschen jubeln. Hier greifen wir normal an, superklasse. Machen nochmal das hier für Zugleiste. So. Und schicken nochmal alle vor hier. Wunderbar, dann ist die Schmiede auch erledigt. Jetzt kümmern wir uns um sie. So, um Bo-Katan. Die ist geplatzt, sehr gut. Wäre als nächstes dran. Der kontert 50.000 Mal. So, okay. Greift uns an hier. Wir müssen den unbedingt platt machen. Das Problem ist halt, der einzige wirklich starke Angreifer ist Luke. Alle anderen sind nicht stark.
Machen wir ganz kurz das hier so, ein bisschen Heilung. Kann nicht schaden, der ist geplatzt, sehr gut. Ich wollte ihn halt nicht angreifen, wisst ihr? Okay, machen jetzt hier auch wieder Heilung. Regenerieren dabei auch Schutz und geben uns Weitblick. So, super. Jetzt machen wir das da und schicken Luke vor wieder. Ihr seht, das Team ist ein bisschen strategischer. Das liegt aber daran, dass das Team darauf ausgelegt ist, in erster Linie, gegen galaktische Legenden zu fighten. Ja, darauf ist das Team halt ausgelegt in erster Linie. So. Okay, das heißt also, es ist sehr methodisch. Sehr viel Strategie ist damit drin, wer wen angreift und so weiter. Ne? Es geht halt hauptsächlich um Luke und so. Aber das ist so der Hintergedanke, der Hintergrund, ja? Okay. Dann, wir sollen ja auch Galaktische Republik benutzen, ne? Wir nehmen jetzt nochmal ganz kurz hier die nächste Belohnung, ein bisschen extra Währung kann nicht schaden, das ist schon mal gut, ja? Und jetzt gehen wir ins nächste Team. Das hier. Okay. Und wir nehmen jetzt wieder Galaktische Republik, variieren das Ganze aber ein bisschen, indem wir eben, nicht das Team hier nehmen, sondern wir machen mal General Skywalker raus und nehmen dafür Shaak Ti, okay? So, eigentlich ist Shaak Ti momentan besser in einem Jedi-Team, weil generell General Skywalker besser mit den 501. ist als Shaak Ti, weil er sie beschützen kann. Aber ich will es trotzdem versuchen. Ihr seht, das Problem ist halt, die Gegner fokussieren immer Fives. Das ist der Grund, warum dieses Team hier nicht gut ist in einer PvP-Umgebung. Egal was ich mache, ich kann nichts dagegen tun, dass die Gegner Fives fokussieren. Selbst wenn der jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Verbündeten hätte, der die meiste Gesundheit hat, der würde dann eben freiwillige Vorhut bekommen und der würde dann provozieren, dann wäre Fives erstmal sicher. Aber grundsätzlich wird immer Fives fokussiert, da kann ich tun und lassen, was ich will, ja. Und ich kann ihn auch nicht am Leben halten oder so, also ich muss jetzt das hier machen auf ihn, dann kriegt er noch provozieren und so ein Kram. Beziehungsweise kriegt jetzt kein Provozieren, aber ich muss ihn ein bisschen heilen zwischendurch, ne? Es geht halt nicht anders. Machen wir das hier, geben uns Bonuszugleiste, sehr gut. Schmeißen jetzt mal hier ein paar Granätchen, wunderbar. Müssen weiterhin ihn angreifen, machen das auch gleich mal. Sehr gut. Greifen wir jetzt hier nochmal an, wunderbar. So, wir müssen jetzt erstmal an ihm vorbei. Ich erhöhe mal unsere Angriffskraft, indem ich nochmal angreife hier. Er provoziert immer noch, aber ihr seht, er ist ziemlich tanky. So, greifen wir jetzt mal hier ihn an. Der ist leider betäubt worden, das ist sehr, sehr schlecht. Machen wir das hier auf ihn. Superklasse. Kritisch Treffer-Immunität hat er bekommen, ne? Seht ihr? Es geht im Prinzip alles hier rum, dass wir ihn beschützen, dass der am Leben bleibt. Und wir schicken jetzt jemanden vor, weil der provoziert sowieso. Und schicken einfach mal den Ark mit vor. Ich muss aber Shaak Ti angreifen. Ich weiß nicht, warum ich die anderen angreife. Ergibt sich gerade so, ne? Guck mal, die Konter sind halt super stark. Jetzt heilen wir ihn wieder. Wunderbar. Und guck mal, wer hätte das gedacht, ne? So haben wir ein bisschen Klon-Action. Galaktische Republik-Action und ich komme auf meine Kosten mit Shaak Ti. Awesome! Haha! Shaak Ti ist der Hammer! Ja, Shaak Ti ist auch ein... Ich mag alle Jedi, die im Rat waren aus der Zeit der Galaktischen Republik. Ich finde die alle super cool. Ich mag die alle sehr, sehr gern und ich freue mich immer mega, wenn ich die einsetzen kann. Wenn ich die spielen kann. Generell die Galaktische Republik und die Jedi aus dem Rat, ne? Die feiere ich alle. Also Plo Koon, Shaak Ti, Mace Windu und so, die sind alle super, super cool. So. Er ist leider betäubt. Ich muss ihn heilen. Ich kann ihn nicht vorstellen, aber ich muss ihn heilen hier unbedingt. Yoda greift an, okay. Er konnte auch nicht, weil er betäubt ist. Ich mache jetzt mal die Betäubung weg. Glücklicherweise kriegt sie tonnenweise Zugleiste und kann dann direkt weitermachen. Wir machen das hier und nehmen Shaak Ti mit, um uns zu verstärken. Wir müssen aber erst einmal die ganzen Tanks vorbei. Das ist halt ziemlich übel. Glücklicherweise steckt unser guter Fives einiges ein. Und Shaak Ti bekommt viel Zugleiste. Wir machen jetzt mal das hier. So, sehr gut. Wir machen den ganzen Debuffs weg. Schmeißen ein paar Granätchen. Wunderbar. Machen jetzt das auf ihn. Damit haben wir schon mal einen Tank weniger. Super. Greifen jetzt nicht Yoda an. Doch. Greifen Yoda an. So, ich weiß, der kontert. Aber der bekommt auch ziemlich viel Ärger. Und es kommt noch härter. Seht ihr? Wir wollen über die Erde regieren und unseren eigenen Staat kreieren. Liebe und Wahrheit verurteilen wir. Mehr und mehr Macht. Das wollen wir. Revan und Malak, so schnell wie das Licht, gebt Liebe auf und bekämpft uns nicht. Okay, wir greifen jetzt hier an, sehr schön. Wir haben immer noch freiwillige Vorhut, die ganze Zeit. Und beschützt damit auch unser Team. Ich hätte nicht gedacht, dass das so gut funktioniert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte das nicht erwartet. Aber es ist toll. Ach, das ist super. Ich hätte nicht gedacht, dass Fives so viel Einschlag. Ich meine, ich weiß, dass die alle stärker sind unter Shaak Ti, ne? Aber die schlagen sich fast schon besser als General Skywalker. Und das mit 50% Gesundheit. Oh Mann, ey, das hätte ich mal vorher probieren sollen. Ausgerechnet eines meiner größten Lieblingsteams in diesem Spiel.
Kleiner Fun Fact für die, die es nicht mitbekommen haben. Ich habe eine lange Pause eingelegt und ich kam ja irgendwann wieder zurück, ja? Und zurück kam ich aus mehreren Gründen. Zum einen hat der gute Lord Medina hat mich auf dem Laufenden gehalten, was hier in dem Spiel so passiert. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, er hat mir diesen Account hier besorgt. Weshalb ich in der Lage war, wieder groß einzusteigen, ja? Der dritte Punkt ist, dieses Team und die, also dieses Team kam raus mit der Eroberung. Wir machen mal das hier und nehmen mal Shark die mit. So, sehr gut. Ich muss den unbedingt killen. Greifen wir da mal an hier. So, ich verpasse ihm halt einfach Zeug. Ich mache das hier. Wir müssen ihm Zeug verpassen, ihn am Leben halten. Das ist so ziemlich das Wichtigste im Moment. Ich mache jetzt mal das da. So, machen wir hier seine Debuffs weg. Sehr schön. Gibt einen Kritisch-Treffer-Mobilität. Alle greifen mit an. Seht ihr? Sehr schön. Dann ist der Tank zumindest schon mal down. Okay, greifen wir jetzt den nächsten Tank an. So, der hat sein Provozieren verloren. Er ist schon wieder da. Oh Mann, ey, das ist echt übel. Ob wir das hinkriegen, weiß ich nicht so genau. Wir müssen dann unbedingt... Oh, sehr schön. Es waren viele Angriffe. So, machen nochmal das hier. Okay, wunderbar. Jetzt provoziert der nächste. Machen das hier und nehmen mal ihn mit. Super. Ich glaube, wir werden hier viel Flächenschaden brauchen. Oder halt hoffen, dass die Bomben schnellstmöglich explodieren. Wir machen nochmal das hier und schicken ihn wieder mit vor. So. Ihr seht, Shark T. Shark T und Fives sind hier halt unser Dream Team. Die geben alles. Die gehen richtig ab. Gegner bekommen viel Zugleiste. Wir greifen nochmal hier an. Sehr schön. So. Verstärken unsere Angriffskraft damit. Konter, Konter. Der kontert ja nicht. Okay, machen wir nochmal das hier. Ah, Mist. Ich hätte meinen Schwarmangriff machen sollen. Okay, super. Sie ruft wieder jemanden. Okay. Machen wir jetzt erst einmal... Auf den da schicken wir ihn vor wieder. So, sehr gut. Du musst halt auch Fives am Leben halten, ne? Das ist halt eben auch wichtig. Oh Mann. Alter Schwede, dass der so oft angreift, hätte ich nicht gedacht. Ach du Heilige. Boah. Hätte ich das gewusst, hätte ich den natürlich gekillt. Ich wusste gar nicht, dass der 50.000 Mal hintereinander angreifen kann. Ich meine, wir sind nicht mehr bei 100%, ne? Wir haben nur 50% oder so. Das ist schon witzig. Ich finde das toll, wie die sich schlagen. Ich bin jetzt ehrgeizig, das zu schaffen, Freunde, mit denen. Okay. So, also wir müssen halt zuerst mal Base killen. Das geht nicht anders. Wir machen jetzt erst einmal das hier, um ihn zu heilen. So. Super. Okay, jetzt machen wir hier einen Schwarmangriff. Geben ihm kritische Trefferimmunitäten zu graben. Machen das hier und nehmen Shark T mit. Wunderbar. Konnten die leider nicht killen, aber er ist geplatzt. Sehr gut. So, der nächste, den wir killen wollen, ist, wir müssen den nächsten Tank angreifen. Wir nehmen mal ganz kurz seine Buffs hier. Sehr schön. Ich würde gerne den hier als nächstes killen. Pow. Aber ich muss ihn auch killen. Machen wir erstmal das hier. Schicken wir ihn vor. Okay, super. Hey, da müsste jetzt gleich platzen. Wir kriegen viele Bonusangriffe. Das ist super. Ah, schade. Er heilt zu viel. Machen wir jetzt mal hier einen Schwarmangriff wieder. Ihr seht, ich verstehe langsam besser, wie dieses Shark-T-Team funktioniert. Sie ruft jetzt einen Verbündeten. Okay. Jetzt würde ich den hier gern schnellstmöglich killen. So. Schmeißt eine Granate. Nein, nicht schon wieder. Okay. Diesmal hat das nicht so funktioniert. Jetzt kriegt der mal sein. Jetzt schluckt der seine eigene Medizin hier. Schmeißen wir nochmal eine Granate hier. Wunderbar. Machen den mal platt. Ich mache das nochmal auf ihn. Okay, perfekt. Jetzt machen wir das hier und nehmen mal ihn mit. Super. Okay, machen das hier auf ihn wieder. Geht's in Schwarmangriff. Alle werden von Debuffs geheilt und so ein Kram. Sehr schön. Okay, greifen wir jetzt mal ihn an. So, da ist der fast down. Super. Ah, sehr schön. Haha. Da musst du wissen, wie das geht. Ich muss das mal lernen, wie das funktioniert. Es ist schon lange her, dass ich die in so einer Umgebung gespielt habe. Puh. Aber wir können Fives gut beschützen. Es läuft. Was haben wir denn hier? Oh Mann, ey. Ob das gegen die reicht? Wahrscheinlich nicht. Also nicht mit den Werten. Ich gehe auf Truppauswahl. Ich spiele diesmal nicht herum. Und wähle direkt ein Team, das es schafft. Nämlich die hier. Commander Luke Skywalker. Und dann werden wir das mit denen schaffen. Okay. Der erste, den wir killen wollen, ist Echo, immer. Super.
Der Rest ist eigentlich relativ unwichtig. Echo ist halt so gefährlich, weil der dafür sorgt. Ich nehme mal ganz kurz hier so seine Buffs. Wunderbar. Echo ist halt so gefährlich, weil er dafür sorgt, dass wir halt schwindlig werden. Verwirrt, ne? Wisst ihr? Okay, ich würde jetzt gerne... Wir müssen ihn angreifen. Ich mache erstmal das hier auf ihn. Wunderbar. Und dann ist sie als nächstes dran. Wir machen aber das da. So, sehr gut. So. Super. Killen sie jetzt mal schnell. Und jetzt ist Tag der Nächste. Ich meine, ich mag Echo. Ich finde den richtig cool. Tag ist auch super cool. Ich mag generell Chlorheit 99. Ich will die Farm unbedingt. Die sind richtig, richtig klasse. Ich glaube, Tag hat mir am besten gefallen. Aber nur deswegen, weil ich halt generell Charaktere mag, die mit, die intelligent sind. Ich finde das immer ein bisschen spannender. Oh, was ist das da unten? Guck mal, das kostet nur 20. Das ist ein großes, das kostet 40. Okay, wir nehmen das große. Das zu kaufen bringt eigentlich nicht viel. Das ist eigentlich eine Verschwendung von Währung. Allerdings weiß ich eh nicht, wohin damit. Ich kaufe das nicht. Wir machen direkt weiter mit den Geonosianern hier. Geben nochmal Energie aus, machen direkt weiter. So, und ich würde gerne mal nochmal Shark T nehmen. Wir nochmal hier die 501. mit Anakin. Machen den mal raus. Und wählen Shark T. Ja, genau. Also, und dann war es so, dann kam ja der helle Seite TB. Ich hatte plötzlich die Möglichkeit, den helle Seite TB zu spielen, richtig zu spielen, weil ich ja dann auch eben dieses Team ausgebaut hatte. Und da ging es eben darum, ne, wisst ihr, diesen ganzen, wie heißt der nochmal schnell? Das hier, ne, wisst ihr, für Ki Adimuni-Splitter zu holen und so Kram. Und das war ziemlich neu für mich, dass ich in der Lage war, das zu schaffen, das zu machen. Und der gute Medina hat mir gezeigt, wie das funktioniert, wie das geht. Hat mich also in das Spiel zurückgebracht und dann hatte ich so viel Spaß dabei, diese Herausforderung zu schaffen mit diesem Team, wie die sich spielen, fand ich so schön. Und ich mag ja auch Shark T, wie gesagt, sehr, sehr gerne. Und dann habe ich mir, okay, cool, dann war ich halt wieder voll mit drin. Es hat so viel Spaß gemacht, mit denen zu spielen. Okay, der provoziert sowieso, ne? Also kann ich ruhig hier jemanden vorschicken und ich schicke mal hier Shark T mit vor. Für die Bonusangriffskraft, ne? Wisst ihr? Okay, wir machen jetzt das hier. Er provoziert immer noch. Wir heilen ihn. Es hängt halt alles von dem Schaden ab, den die machen. Er provoziert nicht mehr, okay. Ja, es hängt alles davon ab, wie gut er tankt. Und bei 50% oder bei 40% oder was da ist, tankt er nicht mehr gut genug. Ich glaube aber, dass die generell gut wären gegen die. Na gut, schauen wir uns mal ganz kurz an hier. Gewinne mit Jedi-Konsul, Jedi-Bewache am Leben, das kann ich vergessen. Gewinne ohne Tanks im Trupp. Okay, Gewinne ohne Tanks im Trupp ist machbar. Ups, mein Handy meldet sich zwischendurch. Gewinne ohne Tanks im Trupp ist machbar. Und das werden wir auch machen. Und zwar mit diesem Team hier. Da ist kein Tank im Trupp, ne? So, ich hoffe mal, die sind schnell genug, um das hinzukriegen. Gucken wir gleich mal. Frage ist halt, es hängt alles vom Tempo ab. Vader ist derjenige, der den ganzen Schaden auf sich nimmt. Oh Gott, die sind zu langsam. Die sind viel zu langsam. Ich meine, theoretisch, wenn ich vielleicht die Mods überarbeite oder so, ne, dann wäre das theoretisch machbar. Aber die Zugleiste, die bekommen, ist zu krass. Wenn die da einmal zum Zug kommen, sind die nicht mehr aufzuhalten. Ohne Tanks im Trupp. Das kann ich natürlich auch mit Pups schaffen. Das wird aber auch schwierig. Also ich meine mit ihm hier. So, dann packen wir mal noch ein paar Sith mit dazu als Kanonenfutter. Sehr gut. Und zwar machen wir mal noch Maul mit rein. Ihn machen wir noch mit rein. Und Malak. So, möglichst viele. Wir sollen ohne Tanks im Trupp gewinnen, okay. Nehmen wir mal noch ihn mit. Er ist kein Tank. Er ist kein Tank. Okay, kein Tank im Trupp, ne? So, super. Die sind jetzt hauptsächlich Kanonenfutter. Wobei ich glaube, dass sowieso Pups ausgewählt wird. Von freiwilliger Vorhut. Ist aber nicht weiter schlimm. Denn wir geben erstmal das hier. Ja, komm schon. So, super. Okay, jetzt verbinden wir uns einmal mit dem Rohling. Ich habe ja gar keine andere Wahl. Und dann mit dem Spion. Weil ich nicht will, dass der kritisch trifft. Ich kann nicht auswählen. Dann verbinden wir uns mit Brut Alpha. Ah, der kann ja nicht ausgewählt werden. Okay, stimmt. Perfekt. So, die sollen ruhig alle anderen Ziele angreifen. Die dann kontern und so Kram. Das ist in Ordnung. Wir machen ja Debuffs auf die, seht ihr? Und ganz viel Zeug. Darum habe ich die Charaktere ausgewählt.
Ich werde das eh nicht schaffen mit 3 Sternen. Darum geht es mir aber nicht. Es geht mir darum, es überhaupt zu schaffen. Und weiterzukommen, ne? Aber ihr seht hier, Sidious hält sich gut. Der hat Heilungsresistenz. Unser Papst ist gleich dran. Imperator des Sith-Ewigen. Der kann seine Ultimate dann machen. Wenn er dann irgendwann mal zum Zug kommt. Der hält sich auch ziemlich gut. Wir machen jetzt mal hier unsere Ultimate. Super. So, komm, dass der sich so gut hält, hätte ich nicht gedacht, ey. Ach du Heilige, Sidious, Mann. So, schocken alle. Dass sich Sidious so gut hält, hätte ich nicht erwartet. Boah. Also, ich habe auf jeden Fall ohne Tank im Trupp geworden, mit nur 1 Stern. Aber ich frage mich, was passiert. 500 Gegner ebenfalls geschafft, okay. Ich frage mich, was passiert. Warte mal, ich will das mal testen. Wir gehen mal ganz kurz hier nochmal rein. So, holen wir die nächste Belohnung. Das Zeug hier. Sehr schön. Wenn ich jetzt einfach mal hier gucke. Und ich lasse die mal alle weg. Und gehe nur mit den 2 rein. Ich meine, die haben nicht mal 100%, ne? Aber mal schauen. Okay, verbinden uns mal mit dem Tank. Und verbinden uns zum Brut Alpha. Die können ja eh nur den angreifen, ne? Der Konzert macht Heilungsresistenz und so ein Kram. Der ist zäh. Ah, okay. Aber ihr seht, der würde das auch nicht schaffen. Weil der gar nicht zum Zug kommt. Kannst du meine Ulti aktivieren, aber mit Fähigkeitenblockaden den ganzen Kram wird das nichts. Schade. Hätte das sein können, dass der ein bisschen mehr einsteckt, ne? Aber gut. So, dann ignoriere ich mal den Rest. Guck mal, was hier drin sich befindet. Ihr seht, alles Zeug, was wir schon haben. Schmerzverstärkung ist die schwächere Schmerzverstärkung von der, die wir haben, glaube ich. Wir haben, glaube ich, die blaue. Alles andere ist wirklich nicht zu gebrauchen hier. Keine guten Karten mit dabei. Also keine, die Spaß machen. Das baut wirklich nur auf Explosionen wieder auf und das war's. Hier würde ich unten rumgehen. Wir müssen gegen standhafte Vergeltung. Wir können gar nicht anders. Da ist standhafte Vergeltung. Da ist standhafte Vergeltung. Hier ist keine standhafte Vergeltung. Hier ist keine standhafte Vergeltung. Dann würde ich sagen, wir gehen unten rum. Sonst, genau, das ist am besten hier, würde ich mal sagen. So, gehen wir auf Trupp Auswahl. Und was ich jetzt machen möchte, ist probieren wieder. Und zwar das da. So, wir machen mal das hier raus und nehmen Shark T wieder mit. Gucken, wie die sich gegen die, wie die jetzt bei 40%, 50 und 40%, wie die sich jetzt gegen die Nachtschwestern schlagen. Das würde ich gerne mal sehen. Okay. Es hängt alles davon ab, wie gut Fives überlebt. Der Rest regelt Shark T schon. Wir machen. Entfernt das Debuffs? Wir machen mal das da. Okay, es entfernt keine Debuffs. Ah, der ist bei 40%, der ist nicht mehr hart genug. That's what she said. Okay, wir machen erstmal das hier. Sehr schön. Müssen sie angreifen. Er provoziert sowieso. Das heißt, wir schicken jetzt mal Shark T vor hier. Sehr schön. So. Ah, okay. Greifen nochmal hier Darker an. Okay. Die ist geplatzt einmal. Sind auch sofort wieder dran. Killen wir jetzt mal sie hier. Okay. Asajj. Greifen wir jetzt Asajj an. Und er greift an. Ah, hat ihn leider gekillt. Okay, 83.000 Schaden, das war ein bisschen zu viel. Ja, die Werte von denen sind schon wieder zu schwach geworden, leider. Ich könnte weitermachen mit denen, da bin ich mir sicher. Aber ich mache das jetzt nicht. Ich gehe jetzt hier rein, gehe mal auf Truppauswahl. Und wähle dann das Team aus, Anakin die 501. Ich wurde ja auch gefragt, ob ich nicht mal ein bisschen mehr Anakin die 501. zeigen kann, beziehungsweise generell mal so die 501. und so. Ihr habt jetzt Shark Team mit der 501. gesehen, ihr habt Anakin mit der 501. gesehen. Ich hoffe, es war zu eurer Zufriedenheit. So, an alle, die ihr das sehen wolltet, ne? Wir machen jetzt mal das hier, checken mal Annie vor. Sehr schön. Okay. Eddie kontert, 2-mal, wunderbar. Aber ich glaube, das ist wieder ein Ding für... Oh Mann. Die sind leider schon zu schwach, die Klone sind schon aus der Puste. Den tropft der Schweiß schon aus ihren Anzügen raus.
Wie machen die das eigentlich, wenn die jetzt diese Klamotten tragen? Die müssen aufs Klo. Oder die schwitzen und so. Wie machen die das denn eigentlich? Haben die da irgendwie eine Öffnung unten oder sowas? Oder machen die da einfach rein? War das nicht bei Dune? Wo die, wenn die schwitzen oder wenn die pinkeln, dann pinkeln die in den Anzug rein? Und das wird dann im Anzug gefiltert und damit kriegen die dann was, Wasser zum Trinken oder so ähnlich? War das nicht irgendwie so? Damit die überleben können in der Wüste? Also bei Dune, den alten Dune-Film, ich meine nicht das Remake. Ich meine den alten Dune-Film. Vielleicht war das im Remake auch so. Aber falls ihr es wisst, schreibt es gerne mal in die Kommentare rein. Jedenfalls bei den Rittern weiß ich, wenn die Ritter damals im Mittelalter, wenn die ihre Rüstung getragen haben, ihre Ritterrüstung, und die mussten aufs Klo, dann konnten die nicht einfach mal die Rüstung ausziehen. Die brauchten ja jemanden, der denen hilft, die Rüstung anzuziehen. Die konnten das ja gar nicht alleine. Deswegen hatten die immer einen Pagen dabei oder ne, wisst ihr? Und was dann passiert ist, die haben einfach in die Rüstung reingemacht. Das war halt einfach so. So, die konnten halt nichts anderes tun. Kommst du vom Kampf zurück oder vom Training oder so und bist halt erstmal voll gemacht, ne? So in der Rüstung. Okay, so. Wichtige Information. Fun Fact. So, wir sind durch mit der Eroberung. Mehr Energie, mehr Kristalle werde ich hier nicht ausgeben, Freunde. Das war's mit der Eroberung. Wir werden weiterhin große Arena-Meisterschaft-Kämpfe sehen. Ich werde nur noch alle 2 Tage jetzt eine Episode rausbringen zum großen Account. Das heißt also, großer Account und kleiner Account wechseln sich wieder ab. Eine Folge großer, ein Tag großer Account, ein Tag kleiner Account, immer im Wechsel. Und was wir dann sehen werden ist, den großen Account natürlich alle 2 Tage große Arena Meisterschaft. Da ist sowieso nur alle 2 Tage Kampfphase. Wir sind jetzt wieder aktuell. Dann geht es natürlich also jeden 2. Tag weiter mit dem kleinen Account. Und der kleine Account ist auch 85 bald. Und wenn der 85 ist, dann werden wir natürlich im Wechsel all die Events sehen. Ne? Also ne, große Arena, galaktische Eroberung, großer Account, kleiner Account, große Arena Meisterschaft, großer Account, kleiner Account und so weiter und so fort. Und natürlich beim kleinen Account immer noch ein bisschen mehr, weil man da nämlich dann noch Fortschritte sieht mit Events und so Kram, die jetzt hier nicht mehr ganz so gegeben sind. Okay, Freunde, ich bedanke mich ganz, ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich darf euch wieder begrüßen bei der nächsten Episode von Let's Play Star Wars Galaxy of Heroes Season 1. Möge die Macht der Galaktischen Republik, Shaak Ti und General Skywalker und natürlich auch der 501. mit euch sein.